Du hast angefangen auch bei Grün-Weiß Schwerin? Ja. Und was war so das schönste Erlebnis, was du mitmachen konntest mit der Grün-Weiß? Oh, das ist schwierig. Also, das fällt mir im Moment gar nicht so ein eigentlich. Das Schönste war wahrscheinlich, dass wir mit der B-Jugend damals in Ungarn waren und dort gegen die damalige Nationalmannschaft spielen durften. Das war schon ein kleines Highlight. Oh, und da der nächste Pfostentreffer, Bonnie Lenz. Es bleibt beim 18:12. Ja, sagt damalige Nationalmannschaft von Ungarn, von den Frauen? Von der A-Jugend damals Ungarn, ja. Ja, das ist natürlich, wie ist es ausgegangen? Wir haben mit 2 Toren gewonnen. Das ist natürlich ein absolutes Highlight und der Konter von Grün-Weiß Schwerin ausgeguckt und Tor 19:12. Was würdest du deinem Handballerleben gerne nochmal machen? Was würdest du gerne nochmal erleben wollen? Naja, wenn man dann schon in der Nationalmannschaft manchmal mitspielen darf und da vielleicht eine Europameisterschaft einfach mal mitspielt, denke ich mal, ist das schon ein schönes Erlebnis. Wir hatten vorhin gehört vom Eventmanagement, der das Spiel organisiert hat, Deutschland gegen Dänemark, Frauennationalmannschaft. Warst du da? Ja, damals Karten waren ja schnell vergriffen, doch ich war da. Es gibt 7 Meter und 2 Minuten gegen Claudia Struppe. Das ist ihre 2. in diesem Spiel. Was kann man sich bei diesen großen Mannschaften, was kann man sich da noch abgucken, während jetzt 7 Meter gibt Theresia Meissner mit dem 7 Meter Nummer 6 für Grün-Weiß Schwerin? Ich denke, zum einen die Ruhe, die sie mitbringen, was wahrscheinlich auch die Erfahrung so ein bisschen macht. Die Schnelligkeit, sind ja unheimlich schnell und wendig und die Wurfgewalt einfach. Also wenn ich da eine Franziska Mietzner sehe, das ist einfach der Hammer. Die Größe und diese Wurfgewalt ist schon stark. Inwiefern guckt man dann ins Ausland? Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit von Dänis Steinermeid, Anja Andersen, um da einen Namen zu nennen. Kennst du die Zeiten noch? Wenn ich ehrlich bin, hatte ich damit überhaupt nichts am Hut. Ja, Ute Busch von der Außenseite jetzt mit dem Treffer zum 20:13. Bei der Nationalmannschaft hat man ja noch die Möglichkeit, mal so Spiele zu sehen, aber inwiefern ist es möglich, so erste und zweite Bundesliga zu gucken beim Frauenhandball? Schaffst du sowas? Kommst du da mal zum Spiel? Ja, zweite Bundesliga gucke ich mir dann schon nochmal an. In der Regel bin ich dann auch dabei. Erste Bundesliga wird auch leider ein bisschen wenig im Fernsehen übertragen. Da sieht man ja doch eher die Männer spielen. Ja, es gibt wahrscheinlich mehr Spiele bei Sport in Schwerin, vom Schweriner Fernsehen, als wirklich von der ersten Bundesliga. Es gibt der Buxtehude SV, habe ich nun gesehen, nehmen ihre Spiele selber auf, weil es niemanden gab, der sich dafür so interessiert. Es gab Playoff-Spiele, die im lokalen Fernsehen übertragen würde, aber ansonsten ist es sehr dürftig, das stimmt wohl. Oh, der Ball abgefälscht und dann fällt er doch rein. Ute Busch 20:14. Und 2 Minuten gegen Diana Fram. So, nun geht es auch für euch heute los. Das erste Spiel gegen MTV Altlandsberg 2. Ihr seid ja knapp dran gescheitert, dieses Jahr sogar dritte Liga zu spielen. Seid jetzt in der neu gegründeten Ostsee-Spreeliga. Was habt ihr euch vorgenommen für die Saison? Ja, es gibt im Moment ja das Ziel, klar, wieder Aufstieg in die dritte Liga, aber das wird natürlich schwer bei den Mannschaften. Ich denke mal, Landsberg wird da oben mitspielen, die Füchse 2 werden da oben mitspielen und Frankfurt wird da mit Sicherheit auch eine vernünftige Rolle spielen. Also ich denke mal, das wird schon nicht einfach werden, dieses Ziel auch in irgendeiner Weise dann zu erreichen.
Ja, wir haben eben am Anfang schon angesprochen, das erste Spiel ist immer sehr, sehr schwierig. Man muss sich reinfinden mit der Mannschaft. Das ist immer etwas Besonderes. Und jetzt das Tor für den Doberaner SV durch Franziska Rogatz. Was für eine Bedeutung hat so ein erstes Spiel für dich? Du hast ja nur schon viele Saisons gespielt, viele erste Spiele mitgemacht. Wie wichtig ist das, da reinzukommen? Das erste Spiel ist eigentlich erstmal zum, ja, wie du schon gesagt hast, zum Reinfinden, gucken, wo man steht, was man noch zu verbessern hat. So viele Spiele haben wir auch nicht gemacht, wo wir uns haben messen können. Und da muss man einfach mal schauen, woran wir die nächste Woche und die nächsten Wochen noch arbeiten können und müssen, um dann unser Ziel zu erreichen. Also eben der vom Kreis Katrin Hilger scheitert halb hoch, wir haben drüber gesprochen, an der Doberaner Torhüterin Dana Bergwart. So, das erste Spiel ist natürlich nicht ganz richtig, weil ihr habt ja schon ein Spiel absolviert, DAB-Pokal auswärts gewonnen. Als Belohnung habt ihr das nächste Heimspiel dann hier zu Hause gegen den TSV Nordhareslee, wo ihr auf eine alte Bekannte trefft. Wie sehr freut ihr euch auf das Spiel? Na, ich denke mal, allein schon dieser Bonbon im DAB-Pokal zweite Runde spielen zu dürfen, das ist eigentlich schon eine schöne Sache für uns. Und wenn wir da einfach mit Spaß und Freude an die Sache rangehen, dann wird uns auch einiges mehr gelingen. Und da ein gutes Spiel zeigen, dann denke ich mal, sind auch alle zufrieden. So, jetzt Claudia Strippe auf der, für Doberan mit ihrem vierten und Bonnie Lenz mit dem vierten für Grün-Weiß-Schwerin erfolgreich, 21-16. Wie qualifiziert man sich für den DAB-Pokal? Was müsst ihr diese Saison erreichen, um nächstes Jahr wieder mitspielen zu können? Na, man meldet sich ja für den NOAV-Pokal an und dann hat man, glaube ich, ein oder zwei Spiele. Und wenn man die dann gewinnt, dann ist man im DAB-Pokal. Ja, Claudia Struppe mit Treffer Nummer 5. Jetzt läuft das ein wenig besser bei ihr, 21-17. Und Schwerin muss jetzt aufpassen, nicht den Faden zu verlieren und die Doberaner wieder rankommen zu lassen. 4 Treffer sind es momentan. Und jetzt der Ball über die Außen, 22-17. Vielleicht kannst du uns, du hast ja zum Teil selber mit den, das ist ja, das wäre ja jetzt die A-Jugend, aus der A-Jugend bist du ja auch noch nicht so lange raus. Du hast mit den mit einigen Spielerinnen schon zusammen gespielt. Was kannst du uns darüber sagen? Von wem kannst du uns ein bisschen was erzählen? Ja, mit Hinna und Jule Schiller und auch Bonnie habe ich ja zusammengespielt. Es sind alles ja, sehr bemühte, also es ist viel Einsatz dabei und schade, dass sie sich zu wenig belohnen für ihren Einsatz. Heute läuft es ja bei beiden eigentlich oder bei allen dreien ja ganz gut, aber die letzte Saison war das ja, waren sie da nicht so erfolgreich teilweise. Ja, Spötter sagen, es liegt am Trainer, seit einem Jahr unerfolgreich als Trainer zu Gange. Was kannst du über den Trainer Steffen Franke sagen? Ich weiß nicht, ich war zweimal mit letztes Jahr in der A-Jugend und ich denke, er hat seine Sache da ganz gut gemacht. Er versucht den Mädels das immer positiv und auch zu verkaufen und mit Freude heranzugehen. Und also aus meiner Sicht macht er das gut. Ja, es scheint momentan auch gut zu laufen. 22-17 ist ein guter, wenn auch nicht entscheidender Vorsprung. Was ist so das Größte an Umkipperlebnissen, was du erlebt hast? Welchen Vorsprung hast du noch aus der Hand gegeben und welchen hast du aufgeholt? Oh, ich weiß, letztes Jahr waren es, ich glaube, 7 Tore. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Es waren 7 Tore, wo wir das Spiel nachher noch mit 2 Toren gewonnen haben. Das war natürlich eine starke kämpferische Leistung. Aber häufig war es dann so, dass wir uns letztes Jahr einen Vorsprung aus der Hand nehmen lassen und das Spiel dann wirklich noch verloren. Das ist natürlich immer sehr ärgerlich, wenn man dann deutlich führt und dann noch verliert. Es gibt 2 Minuten Strafe gegen Weiß-Schwerin und 7 Meter. Du hast selber einige 7 Meter geworfen.
Gibt es da irgendein Ritual, wie man das abspult? Weil das ist ja doch ein entscheidender Moment, dieses Duell Frau gegen Frau. Also ich habe da kein Ritual. Ich gucke einfach, was der Torhüter macht und versuche dann, das Ding reinzuhauen. Also es ist nicht so, wie es bei manchen üblich ist, dass man einfach wegguckt. Nein. Oder so wie Lars Christiansen, der vor 3-4 Mal anzuckt. Nee, das habe ich nicht, überhaupt nicht. Ja, wenn man die Aufmerksamkeit sieht vom Bonnie Lenz über außen mit ihrem 5. Treffer beim Männerhandball und selber so aktiv und mit Leidenschaft Handball spielt, wäre man da gerne ein Junge? Eigentlich überhaupt gar nicht, weil die Jungs wissen, wo oben zu landen, wenn man da nicht wirklich ein super Talent ist. Und also ich bin schon froh, dass ich da so bin, wie ich bin. Nun passiert hier im Verein von Grünwald-Schwerin ja ziemlich viel. Es wird ziemlich viel für den Nachwuchs getan und nicht nur für den Nachwuchs. Jetzt den Abpraller schön aufgenommen von Ute Busch mit ihrem 3. Treffer. Sondern auch im Schiedsrichterbereich jemals überlegt, Schiedsrichter zu werden? Ja, die Überlegung war schon da. Aber zum einen ist es natürlich der zeitliche Faktor, der mich daran hindert. Und ich denke, das ist manchmal nicht so eine ganz einfache Aufgabe, die Jungs da oder auch Frauen da haben. Und da, glaube ich, muss man schon viel Ruhe mitbringen. Und Ruhe ist nicht so dein? Es kommt drauf an. Also wenn mich da eine doll provozieren würde, ich glaube, dann würde ich auch schneller mal 2 Minuten sagen. Ich glaube, ich wäre kein guter Schiedsrichter. Das ist zumindest eine ehrliche Aussage. Und das Kreisanspiel unzureichend, Abwurf für Grün-Weiß-Schwerin und die Zeit rennt. Doberan allmählich weg, 11,5 Minuten sind es noch auf der Uhr. 4 Tore Vorsprung für Grün-Weiß-Schwerin bei gleichzeitigem Ballbesitz. Aber da geben die Schwerinerinnen den Ball wieder ab und der Konter über Busch läuft. Und der Theresia Meissner fängt sie ab. Und jetzt gibt es 2 Minuten, was Steffen Frank ein wenig auf die Barrikaden bringt. Was sagst du dazu? Also aus meiner Sicht eine ganz saubere Sache. Sie kommt vor den Gegner, macht sie ja am 9 Meter, versucht sie festzumachen und jetzt drückt sie rein. Also für mich ein Freiwurf und dann hat sich die Sache erledigt. Jetzt gibt es 7 Meter für den Doberaner SV. Es ist erst der 3. in diesem Spiel. Und der 3. verwandelte von Claudia Struppe. 7. Treffer für sie in diesem Spiel. Und jetzt wieder der Konter und Doberan macht hier nochmal ernst und Laura Fischer hält den Ball. Aber wieder alte Leier halb hoch. Ist besser für den Torwart. Nun aber, wo wir dich gerade mal da haben, was macht man, wenn man keinen Handball spielt? Was machst du da? Viel natürlich. Das ist mit der Schule noch zu tun und ja, die wenige Freizeit, die ich habe, versuche ich dann irgendwie noch mit meiner Familie zu verbringen und dann da ein bisschen was zu machen. Du gehst zur Schule? Was für eine Schule machst du? Ich gehe noch aufs Sportgymnasium studieren. Ich bin jetzt im letzten Jahr. Also kurz vorm Abitur quasi. Und jetzt gibt es nochmal 2 Minuten gegen die Nummer 2 und das ist die 3., wenn ich mich nicht verzählt habe. Das ist auf meinem Zettel die 3. Für die Schiedsrichter nicht. Es gibt auf jeden Fall 2 Minuten gegen Claudia Struppe. Beim Spielstand von 23 zu 20.